oh, sei ein liebes Mädchen, oh, so und so und so und so und so macht man das. Und dann wird hier immer mehr abgespeichert, oh, okay, authentisch sein ist für mich nicht sicher. Dann kommt ein zweiter Ego-Anteil hinzu, dann wird nämlich ein Ego-Anteil gebildet, der sich so formt, dass er überall reinpasst und überall gefällt. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In dieser Videoreihe geht es darum, dass ich mir die alten Videos von vor einem Jahr angucke und eventuell da noch was zu sage. Und ich schaue jetzt mir mit dir gemeinsam dieses Video an. Ich habe echt überlegt, ob ich dieses Video heute mache, weil ich so gefühlt habe, irgendwas ist heute komisch. Ich bin entweder heute irgendwie nah am Wasser gebaut oder einfach nicht so gut drauf oder irgendwie so, oh nee, ich will einfach lieber wieder ins Bett, mich mit Serien zu pumpen. Und dann war aber irgendwie dieser Impuls da, doch jetzt heute ein Video zu drehen. Und Es ist spannend, denn hier beobachte ich, dass zwei Bedürfnisse in mir aufgekommen sind. Und zwar einmal das Bedürfnis, das alte, nicht erfüllte Bedürfnis, das alte, was immer noch getriggert wird, Bedürfnis des Egos. Dieses alte, unerfüllte, abgespeicherte Bedürfnis und aber auch Bedürfnisse aus dem Jetzt, aus dem Herzen. Denn dieser Impuls, der aufgekommen ist, doch ein Video zu drehen, ist das Herz, was wachsen möchte, was wieder am Leben teilhaben möchte, was Wachstum braucht, was besser auch mit Schmerz umgehen kann und was erkennen möchte, sich erweitern möchte. Und aber mein Ego, was da spricht und sagt, ich möchte ins Bett, mich mit Serien zupumpen. Veränder dich bloß nicht. Das Ego will mich von der Veränderung abhalten. Ich bin oft wahrscheinlich wieder ins Bett gegangen und habe auch Serien geguckt. Aber ich habe auch oft weiterhin immer noch funktioniert, dieses Funktionieren müssen. Ich sehe das, dass da noch viel Kampf auch war. Teilweise ist der Kampf auch immer noch da, aber nicht mehr der Kampf. Der Kampf hat sich verändert. Schauen wir mal weiter. Mein Verstand hat es mir irgendwie dann ausreden wollen, weil ich kann ja nicht schlecht gelaunt vor die Kamera. Ich kann ja nicht. Mein Mikrofon klackert hier. Ich kann ja nicht schlecht gelaunt vor die Kamera. Das ist ja die Version, die ich eigentlich am liebsten gar nicht zeigen möchte. Die Version, die ich am liebsten niemandem zeigen möchte und die Version, die ich auch mir selber am liebsten nicht zeigen möchte, die ich nämlich am liebsten gar nicht sein möchte. Genau, aber das ist ja die Übung. Irgendwas klappert. Das ist ja die Übung, anzunehmen. Ich möchte annehmen, alle Anteile annehmen, die ich nicht mag. Und deswegen diesen Anteil jetzt hier zeigen, mir zeigen, vor der Kamera mir zeigen, weil ich ja dieses Video auch später schneiden werde. Und diesen Anteil. Hier ist für mich spannend zu beobachten. Es sind wieder diese beiden Anteile aktiv. Einmal der Anteil, der authentisch sein möchte, einfach ich selber sein möchte, dieses innere Kind, ich will authentisch sein, was aber gelernt hat, oh, authentisch werde ich nicht immer gemocht, ne? Dann kommen Kommentare von außen in der Kindheit. Oh, das macht man aber nicht. Oh, sei ein liebes Mädchen. Oh, so und so und so und so und so macht man das. Und dann wird hier immer mehr abgespeichert. Oh, okay, authentisch sein ist für mich nicht sicher. Dann
kommt ein zweiter Ego-Anteil hinzu. Dann wird nämlich ein Ego-Anteil gebildet, der sich so formt, dass er überall reinpasst und überall gefällt. Und das ist dieser Anteil, der ich muss funktionieren, ich muss pünktlich sein, ich muss perfekt sein, ich muss immer gut gelaunt sein, ich muss strahlen, ich muss die und die Version sein, um geliebt zu werden, denn geliebt zu werden als Kind bedeutet, sicher zu sein. Genau, und um sicher zu sein, bildet dann dieses Ego diesen Anteil, der formt sich selber zu einem Anteil, wo es auf jeden Fall sicher ist, da wird man immer geliebt. Also macht man all das, von dem man hier gelernt hat, dass das nicht gut ist. Also die authentische Version kommt weg. Und dann passiert natürlich sowas, und vielleicht kommt dir das bekannt vor, dann kommt man nämlich in den Konflikt, dass dieser Anteil in einem selber diesen Anteil ablehnt. Lehn das lieber ab, du weißt, sonst wirst du von außen abgelehnt, weil man ja gelernt hat über Jahre hin, dass das dieser Anteil von außen abgelehnt wurde. Irgendwann lehnt man sich dann selber ab. Das ist aber ja dann auch nicht mehr die Realität, weil vielleicht lehnen die Menschen diesen Anteil ja gar nicht ab. Ist aber ja auch völlig wurscht, weil das ja in uns dann schon passiert ist. Schauen wir weiter. Dass dieser Anteil gesehen werden darf. Denn mir kommt gerade eine Erinnerung hoch, und zwar habe ich das in einem Podcast gehört. Ich weiß gar nicht mehr, bei wem. Ich habe es auf jeden Fall in einem Podcast gehört, und da war, wenn man Gefühle aussperrt, kann man das oder auch Anteile, wo gewisse Gefühle dabei sind, aussperrt, die man in der Kindheit war, kann man das ungefähr so vergleichen, dass man fünf Kinder hat und zwei von diesen Kindern mag man, ja, die Freude und die Glückseligkeit als Beispiel, und drei von den Kindern, Angst und Wut oder was weiß ich, mag man nicht und sperrt man in den Keller. Was würde aus kleinen Kindern, die man immer in den Keller einsperrt, was würde daraus werden? Und ich beschäftige mich auch viel mit Trauma, und man sieht ja, jetzt rede ich schon wieder so, als würde ich das Video für jemand anderen machen. Ich weiß ja, was mit Menschen passiert. Ich weiß ja, was mit Menschen passiert, die traumatisiert sind. Und kleine Kinder, die man immer in den Keller einsperrt, die würden zu kleinen Monstern werden. Das heißt, ein einfaches Gefühl, was weggesperrt wird, wird zu einem Monster. Und so fühlt sich das nämlich auch für mich an, dass die Anteile in mir aus der Kindheit, die ich weggesperrt habe, die ich nicht sehen will, die ich nicht sein will, vor diesen Anteilen habe ich so große Angst, dass die mich überrennen, weil diese Anteile für mich wie Monster wirken. Ja, okay, ich bin eigentlich ein bisschen vom Thema abgeschweift. Jetzt denke ich wieder, ich sollte vielleicht doch nicht mit schlechter Laune ein Video machen. Aber nun gut, ich wollte eigentlich in diesem Video nochmal festhalten für mich. Ich habe ja in dem ersten Video über die Einleitung gesprochen, also warum das Video, was bisher gewesen ist, wo ich stehe, für wen eventuell die Videos irgendwann mal sind. Nee, habe ich nicht gesagt. Habe ich gesagt, für wen das Video jetzt ist. Und in dem zweiten Video habe ich aus meinem Buch den ersten Teil vorgelesen, den Teil, wo ich festgestellt habe, was suche ich eigentlich? Ich bin auf der Suche, und was suche ich eigentlich? Ich suche mein Herz. Und dann war klar, okay, ich gehe den Weg meines Herzens. Und wenn ich jetzt mal so überlege, ich stehe jetzt hier, habe jetzt hier angefangen, und das Ziel, das Ende oder der Weg meines Herzens, also man denkt ja immer, es hat ein Ziel. Ja? Also mein Ziel ist irgendwie hier, und das innerliche Ziel dieses Weges ist, dass ich vollkommen
meinem Herzen vertraue, vollkommen im Herzen lebe und diese Impulse wahrnehme, dass egal, was ich im Leben mache, äußerlich, das ist mir gerade, also das ist gerade nebensächlich, egal, was ich im Leben mache, ob ich jetzt die Lia für irgendwas begleite, ob ich koche, ob ich Essen zubereite, was auch immer, ich höre sofort diese Impulse aus meinem Herzen und folge diesem Impuls. Und diese Stimme, die sagt, die jetzt halt noch redet, ach Quatsch, du musst jetzt weitermachen, du musst jetzt arbeiten, du musst jetzt einkaufen, du kannst jetzt nicht auf dein Herz hören. Diese Stimme wird immer leiser, bis dass ich sie gar nicht mehr höre, weil mein Bewusstsein, weil ich mir vom Bewusstsein her so klar darüber bin, dass das nicht die Realität ist. Die Realität, das, was für mich wichtig ist, was echt ist, ist auf mein Herz zu hören. Und das ist das, das ist für mich das, was ich, dann bin ich am Ziel, wenn ich vollkommen aus dem Herzen lebe. Wenn mein Herz mir sagt, ich bin mitten in einer Menschenmenge, du fängst jetzt an zu singen, dann sing ich. Und dann kommt die Stimme nicht mehr, du singst jetzt nicht. Was ist, wenn du die Töne nicht triffst? Was ist, wenn jemand lacht? Was ist, das kommt nicht mehr. Diese Stimme wird immer leiser oder wie gesagt, ich bin mir bewusst darüber, das ist nicht echt. Wenn mein Herz den Impuls hat, ich singe, dann singe ich. Das ist mein Ziel. Das ist ja dieses innere Ziel. Wo ich äußerlich oder wo ich menschlich oder wie auch immer, wo ich stehe, wenn ich denn dann da angekommen bin, das weiß ich nicht. Weil ich weiß, ich kenne die Impulse, die mein Herz mir gibt. Kenne ich nicht. Also es ist so, das ist irgendwie auch total spannend, weil ich bin keine Ahnung, ich weiß nicht, mir fällt kein Beispiel ein. Ich bin ein Mensch auf der Erde und ich warte auf Impulse, was ich als nächstes tun muss, von meinem Herzen. Und ich glaube daran, dass mein Herz mit dem Göttlichen verbunden ist. Und ich warte einfach auf einen Impuls. Was ist mein nächster Schritt? Was mache ich als nächstes? Ich weiß noch nicht, was ich als nächstes mache. Ich weiß noch nicht, wo ich in einem Jahr bin, weil ich noch nicht weiß, was mein Herz mir wo es hingeht. Ich kenne meinen Herzenswunsch noch nicht ganz. Ich habe zwar teilweise in Hypnosen schon Herzenswünsche gesehen, aber ich weiß noch nicht genau, wo die Reise hingeht. Und ich will das auch gar nicht wissen. Ich will nämlich nicht, dass mein Verstand sich zu sehr darin einmischt und dass ich das wieder kontrolliere mit dem Verstand. Ah, okay, wenn du da und da sein willst, ja, dann musst du das und das machen, dann rutsche ich wieder in diese Kontrolle und bin raus aus dem Vertrauen, meinem Herz zu vertrauen, dass mein Herz mich richtig führt. Ich möchte, wenn ich oben am Ziel bin, vollkommen meinem Herzen vertrauen, dass egal, wo mein Herz mich hinführt, egal, wenn ich jetzt irgendwo im dunklen Wald bin und mein Herz sagt, geh rechts, dann weiß ich gehe rechts. Auch wenn ich links irgendwo Licht sehe, da ist dieses tiefe Vertrauen, den Impulsen meinem Herz vertrauen zu können. Da bin ich jetzt leider noch nicht. Da bin ich noch nicht. Gerade erst angefangen, quasi. Ich habe ja gerade erst mein Herz gefunden und genau. Und das ist das, was ich einfach gerne für mich nochmal festhalten möchte. Also bitte, liebe Daniela, vergess nicht, du bist genau richtig da, wo du jetzt bist. Ich habe gerade angefangen, mal auf mein Herz zu hören. Ich gehe Schritt für Schritt den Weg meines Herzens und ich glaube, dass dieser Weg meines Herzens gerade jetzt goldrichtig ist, genau richtig. Ich muss jetzt noch nicht am Ziel sein, denn das, was am Ziel sein will, ist einfach nur mein Verstand. Mein Herz möchte genau hier und jetzt im Herzen sein. Denn das Hier und Jetzt, die Gegenwart, ist das Einzige, was für das Herz richtig und wichtig ist. Und im Endeffekt ist zwar mein Ziel, aber das ist ja auch wieder vom Verstand, mein Ziel für hier oben ist, meinem Herzen vollkommen zu vertrauen, aber mein Ziel für jetzt, für diesen Weg ist,
im Jetzt zu sein und meinem Herzen jetzt immer mehr ein Stückchen mehr zu vertrauen, immer mehr die Impulse zu hören, immer mehr in diese Herzensenergie zu gehen, jeden Tag ein bisschen mehr und darauf zu vertrauen. Jetzt habe ich, glaube ich, ziemlich oft Vertrauen gesagt, aber ich glaube, das ist auch ziemlich nötig für mich. Ja, und ich merke mit dem Weg meines Herzens, ich habe angefangen, erstmal mein Herz zu finden und mich mit meinem Herzen zu beschäftigen, auf mein Herz zu hören. Und immer wieder kleine Übungen, wenn am Tag der Gedanke kommt, du musst noch einkaufen, aber mein Herz oder gerade dieser Impuls ist, jetzt liegen zu bleiben und zu meditieren oder was weiß ich zu machen, alles andere liegen zu lassen und meinem Herzen zu vertrauen. Und genau wenn ich das gemacht habe, kam eine Stunde später so ein Energieschub, dass ich das mit Leichtigkeit machen konnte, dass ich mit Leichtigkeit einkaufen gehen konnte, dass es sogar Spaß gemacht hat. Und vorher hätte ich mich da so durchgezwungen, so durchgedrängt durch dieses Ich muss noch. Und es ist so, dass ich mich auf diesen Weg des Herzens gemacht habe und mein Herz mir immer mehr eröffnet. Und in dem nächsten Video habe ich schon vor, darüber zu sprechen, dass mein Herz mir auch gerade ganz viele Schattenseiten eröffnet hat, die ich vorher gar nicht gesehen habe. Aber dazu komme ich in dem nächsten Video. Ich möchte nämlich jetzt erst noch zu diesem Weg meines Herzens sagen, dass es ist eine Herausforderung, nicht zu wissen, was morgen ist und nicht zu wissen, was ist nächste Woche und was ist nächstes Jahr, weil ich habe immer noch die Frage im Kopf, die mir einfach immer gestellt wurde in den letzten Jahren meiner Vergangenheit, meiner Kindheit, meiner Jugend, meiner keine Ahnung was, immer diese Frage, und was hast du jetzt vor? Was ist dein Plan? Besonders immer beruflich. Was ist dein Plan? Was machst du jetzt beruflich? Und mir selber einzugestehen, ich weiß es nicht, weil mein Herz es mir noch nicht gesagt hat, ich weiß es nicht, ist für meinen Verstand eine Riesenherausforderung. Ich weiß es nicht. Und wenn ich in mein Herz gehe, fühle ich schon absolutes Vertrauen, dann fühle ich, dass alles genau richtig ist. Ich bin genau richtig. Wenn ich aber wieder in den Verstand gehe und an die Gesellschaft denke, ich muss einen Job haben. Also wer bin ich denn hier auf der Welt, wenn ich keinen Job habe? Ich muss doch irgendwas leisten. Ich muss, so funktioniert es hier auch gar nicht. Ne? Wenn man nicht arbeitet, bekommt man auch kein Geld. Und so weiter und so fort. Ich meine, ne, vielleicht... Ich sehe ja jetzt nur mich, aber ich habe ja in meinem Leben auch schon viele Menschen beobachtet, wie sehr die Gesellschaft Einfluss auf jeden einzelnen Menschen hat, mit dem Gedanken oder mit den Gedanken, was wir nicht alles müssen, um irgendwo reinzupassen. Es ist, so beobachte ich das, in Deutschland schon oft so, dass Authentizität gar nicht erwünscht ist, weil wir ja funktionieren müssen. Wenn wir alle authentisch sind und nicht mehr funktionieren, würde das System zusammenbrechen. Und ich identifiziere mich nicht mehr so ganz so sehr mit der Version, die ich hier sehe. Ich habe da für mich innerlich schon viel verändert von der Einstellung her, wie ich da mit umgehen möchte, wie ich das für mich fühle. Aber ich weiß, wie sie drauf war, wie ich in der Vergangenheit drauf war mit diesem Müssen und wie schlecht ich mich gefühlt habe,
wenn das irgendwie rausgekommen ist oder ich keinen Plan hatte oder ja. Und ich möchte dir hier sagen, das Beste, glaube ich, was du sein kannst, das Beste, was ich sein kann, ist die authentischste Version von mir selbst, weil ich dann glücklich und im Frieden bin, glücklich und voller Freude bin. Und das ist so viel mehr wert, als einer Gesellschaft zu gefallen, einer Gesellschaft gefallen zu müssen. Jetzt wollte ich schon wieder sagen, kennst du die Gedanken? Aber ich weiß nicht, wenn es mal jemand sieht, vielleicht kennst du diese Gedanken. Wer hat den Luxus, seinem Herzen zu folgen? Und dann ist das nicht traurig? Ist das nicht traurig, dass wir nicht den Luxus haben? Was ist Luxus? Aber dass wir nicht die Möglichkeit haben, unserem Herzen zu folgen. Und vielleicht, es gibt viele Menschen, die wissen, was das Herz will. Oder sie denken, sie wissen, was das Herz will. Ich weiß es nicht. Ich habe jahrelang mein Herz ignoriert. Ich habe jahrelang mein Herz zum Schweigen gebracht. Ich habe jahrelang mein Herz ja quasi irgendwie auch gefoltert, inklusive meinen Körper gefoltert, weil ich das getan habe, was die Programme abgespielt haben. Ich muss arbeiten, ich muss alles leisten, ich muss noch mehr leisten, ich muss einkaufen, ich muss zusätzlich dann noch putzen, ich muss das, ich muss jenes, ich muss. Das fühlt sich wie eine Folter für mein Herz an. Das Thema des Müssens hat mich jetzt wirklich auch ein Jahr lang begleitet. Ich weiß nicht, ob es mich weiterhin begleiten wird, weil ich intensive Hypnosen zu diesem Thema hatte. Und wenn du jetzt hier wärst, ich könnte dir die Küche zeigen, dann siehst du das. Ich glaube, in vielen Dingen verstanden habe, dass ich nichts mehr muss. Ich muss da unten nicht aufräumen, wenn ich es nicht fühle. Ich habe jetzt gefühlt, diese Videos hier zu machen und ich folge meiner Freude. Ich folge meinen Impulsen. Und ich habe in der Vergangenheit, in diesem letzten Jahr gelernt, wenn ich in dem Moment meiner Freude, meinen Impulsen folge, dass mir das so viel Energie gibt, dass es gleich mit Leichtigkeit in die Spülmaschine ein- und ausgeräumt wird. Weißt du, was ich meine? Das durfte ich lernen, aber das hatte diese Version, glaube ich, noch nicht verstanden. Also mein vergangenes Ich war da noch sehr in diesem Ego-Spielchen drin. Das Ego hat mich da einfach noch an den Eiern gepackt und mir das Gefühl gegeben, das ist die Realität. Ich bin jetzt dort angekommen, dass ich merke, okay, das ist eine Ego-Programmierung. Was es braucht, ist immer wieder Bewusstsein, um festzustellen, ist das meine Realität oder wie möchte ich gerade sein? Ja, weiter geht's. Und das fühlt sich wie eine Folter für mein Herz an und deswegen ist es, ich glaube, es ist der Weg meines Herzens, jetzt erst das Vertrauen zu üben. Wenn mein Herz mir jetzt den Wunsch offenlegen würde, das ist der Wunsch meines Herzens, das möchte ich, der Seelenwunsch, die Seelenaufgabe, was weiß ich, wenn ich das jetzt wissen würde, ist die Frage, ob ich überhaupt vertrauen würde, da dann hinzugehen, weil ich mir noch gar nicht vertraue. Ich vertraue mir nicht, ich vertraue noch den Impulsen nicht genug, weil da immer noch zu sehr und zu laut diese Stimme ist, was ich nicht alles muss. Und ich glaube, dass es genau richtig ist, so wie es gerade ist, dass ich es noch nicht weiß. Und ich sag's nochmal, der Weg ist gerade in der Gegenwart anzukommen und zu vertrauen. Der Weg ist, jetzt gerade in der Gegenwart anzukommen und dem Herzen zu vertrauen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Lass gerne einen Kommentar da oder schreib mir auf Instagram. Genug gequatscht. Bis zum nächsten Video. Tschüssi.